der Reichstag bei Nacht am 23. Februar. Wo sonst über Deutschlands Zukunft diskutiert wird, findet an diesem Abend eine LAN-Party statt. Es ist unsere Aufgabe als Politiker, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, über die wir auch entscheiden. Und dann gibt es natürlich Themen, die in der normalen Realität eines Abgeordneten, zum Beispiel jetzt auch einer älteren Kollegen, einfach nicht vorkommen. Und dann sind solche Informationsveranstaltungen unheimlich wichtig. Wie eine echte LAN-Party wirkte die Politiker-LAN jedoch nur selten. Einzig die E-Sportler ließen mit ihren Counter-Strike-Parolen etwas Atmosphäre aufkommen. Ansonsten glich die Veranstaltung eher einer kleinen Spielemesse. Was jedoch Sinn ergab, die erste Politiker-LAN im Bundestag sollte über Videospiele aufklären. Und diesen Zweck hat sie in den Augen der Veranstalter erreicht. Ja, wir beobachten schon eine klare Veränderung. Es gibt einen deutlich sachlicheren Umgang mit Computer- und Videospielen. Wir reden nicht mehr nur einseitig über Jugendschutz beispielsweise. Und was auch gelernt wurde, ist, dass es eben Angebote für unterschiedliche Altersgruppen gibt. Das kennen wir eigentlich aus allen Mediengattungen. Das gibt es im Fernsehen genauso wie bei Büchern oder bei Filmen. Und so gibt es eben auch Computerspiele, die für unterschiedliche Altersgruppen sind. Es gibt auch solche für Erwachsene, die sind für Kinder nicht geeignet. Und das kann man auseinanderhalten. Und das wird jetzt eben auch gemacht. Hier gibt es Ego-Shooter, genauso wie Sportspiele, Bewegungsspiele, technische Innovationen. Und ich glaube, das zeigt, wenn es in der Politik angekommen ist, ist es ein wichtiger Schlüssel, dass es auch in der Gesellschaft mehr ankommt. Und die Diskussion kann für uns als Branche nur sinnvoll sein. An verschiedenen Spielstationen konnten alle Gattungen von Videospielen ausprobiert werden. Egal ob Gran Turismo, Kinect oder der brandneue 3DS von Nintendo. Ja, da ist sehr viel Neugierde drin. Man merkt halt, welche Leute vorher schon mal tatsächlich eine Konsole in der Hand hatten. Welche, wo man noch so ein bisschen sagen muss, na so, okay, Hand-Augen-Koordination, das muss noch ein bisschen trainiert werden. Ego-Shooter wurden durch eine aktuell spielbare Version von Homefront repräsentiert. Zum Abschluss wollten wir von Dorothee Bär wissen, was die Veranstaltung gebracht hat und welche Folgen sie haben könnte. Gut, wir haben ja heute den ersten Aufschlag wieder gehabt für den Deutschen Computerspielpreis für die Jury, das sitze ich ja auch in der Jury, dass da einfach mal der Preis weiterentwickelt wird und dass zum einen, weil es ja heuer auch zum dritten Mal vergeben wird, mal diese Berührungsängste abgebaut werden, dass man nicht auch mal ein 18er-Spiel auszeichnen kann. Also das sehe ich schon als unsere Aufgabe. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir auch insgesamt, auch in Zeiten knapper Kassen, etwas mehr dran arbeiten, dass nicht nur in die Filmförderung so wahnsinnig viel Geld gesteckt wird, sondern eben auch in die Spielförderung, weil das auch ein Kulturgut ist und weil wir hier ein wahnsinniges Potenzial auch in dem Land haben. Und wenn wir das nicht nutzen, dann sind halt auf Dauer alle weg.